Die Mosaikpflanze. Ja, macht sich richtig schick. Die Blätter richten sich so langsam auch hier in diese Richtung. Nur mal ganz kurz so gezeigt. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Schätzchen zuerst an heute, dass ich das abgearbeitet habe. Unsere Drosera capensis alba. Ja, läuft nicht im Sphagnummoos. Ich habe gerade nochmal nachgemessen, wir hatten sie ja nochmal getaucht bei 90 Mikrosiemens. Also das funktioniert überhaupt nicht mit dem Sphagnummoos, mit dem getrockneten Sphagnummoos wohlgemerkt, das wir hier dann verwendet haben. Das heißt, wir werden sie gleich rausholen. Nee, nicht gleich, das machen wir als erstes jetzt, damit ich das wie gesagt weg habe. Und ich überlege mal, wo wir sie dann einpflanzen, um sie wieder zum Wachsen zu bringen. Die Mango steht momentan bei 200 Mikrosiemens. Ich habe gerade nachgemessen, das belasse ich jetzt auch noch so. Erst wenn der Neuaustrieb kommt, dann werde ich anfangen, dementsprechend auch höher aufzudüngen. Wir wissen ja, die großen, die liegen alle bei 1000 Mikrosiemens momentan und von daher können wir hier auch langsam mehr düngen dann. Aber wie gesagt, erst wenn der zweite Austrieb tatsächlich kommt. Ich hatte sie schon mal mehr gedüngt vor kurzem bei 500, habe dann aber nochmal nachgefüllt mit reinem Wasser, weil ich Angst hatte, dass es mir zu viel wird, da die Blätter halt schon ausgereift waren. Anfangs war das ja noch nicht so gegeben, von daher. Ja, mal gucken, wie das dann damit weitergeht. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit der Drosera zunächst an heute. Okay. Hier stand sie drin, weiß Bescheid, ne? Im Tauchverfahren. Zweimal habe ich das Ganze mittlerweile gewechselt gehabt und heute war mir das dann jetzt doch zu viel. Aber so geht das nicht weiter. Ich kann sie nicht düngen, weil die Werte ständig hochsteigen. So, weiß Bescheid. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Man sieht, es hat schon einiges verändert hier. Das muss ich alles noch umändern demnächst, ne, weil wir sind jetzt im anderen Raum erstmal zugange. Aber da werde ich heute nichts machen. Ich werde nachher noch einen kleinen Einblick geben, ganz klarer Fall. Aber ansonsten heute mal ganz ruhig hier genüsslich einiges angesehen. So, ja, die Drosera alba. Sie ist uns ja kaputt gegangen, also die Wurzeln waren komplett verfault mittlerweile dann. Sie stand vorher in Karnivorenerde. Lange Zeit, also sehr lange. Ne? Ich meine, ist ja schon schön, dass sie so weit damals gewachsen ist, aber irgendwann hat es mit der Erde einfach nicht mehr funktioniert, aus welchem Grund auch immer. So, und jetzt hatte ich mir erhofft, wenn wir sie ins Sphagnummoos einpflanzen, dass sie neue Wurzeln ausbildet und wir sie dementsprechend gegebenenfalls woanders wieder reinpflanzen können oder vielleicht sogar im Sphagnummoos halten können, funktioniert tatsächlich aber nicht. Es riecht auch leicht. Ist tatsächlich so gegeben und von daher gehe ich da heute von ab und werde das Ganze anders machen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Wir werden es erstmal rausnehmen, gucken, wie die ganze Geschichte aussieht. Vielleicht, ne, ich sage jetzt noch nichts, sonst, ne, weiß er, vielleicht kann man ganz viel machen. Es gibt ganz viele Wege, sie jetzt dementsprechend weiter vorzubereiten, damit wir sie wieder zum Wachsen bekommen. Die Venusfliegenfalle steht immer noch hier unter der Maiz-LED. Allerdings jetzt so ein Stück höher. Sie bekommt jetzt doppelte Menge Licht in dem Sinne. Vorher stand sie bei 2500, jetzt bei 5000 Lux. Die Rotfärbung ist schon etwas besser geworden. Ansonsten müssen wir das auch weiter beobachten, ganz klarer Fall. So, okay, das heißt, wir holen sie jetzt raus hier. Und ich bin so gespannt, ob sich vielleicht ein paar Würzelchen entwickelt haben. Das wäre natürlich das Genialste. Ansonsten nur mal gucken, wie wir damit vorgehen, sie zu retten. Okay. Die Mango, ja. So, die neuen Blätter, die herausgewachsen sind, haben übrigens keine Flecken bis heute. Denn sie hat ja damals hier unten so Flecken gehabt, ne? Und dann hatte ich sie auch mal höher aufgedüngt, wie gesagt, bei 500 ungefähr. Und, also die sind jetzt ausgereift, da mache ich erstmal nichts dran. Wie gesagt, sie steht jetzt bei 200. Dann lasse ich erstmal so, bis der Neuaustrieb kommt und dann wird wieder gedüngt, dementsprechend dann mehr. So, sie lebt noch, immerhin, das ist ja auch schon mal was, ne? Ist ja schon mal nicht verkehrt. So, das ist das Leben des Sphagnummoos, was wir hier oben draufgelegt hatten. Das ist auch okay, das werde ich auch auf jeden Fall behalten. Denn das ist einfach nur genial, dass man das also tatsächlich auch selber zum Wachsen bringen kann, ne? Das ist eine richtig schöne Sache. So, okay. Jetzt lassen wir uns überraschen, wie das hier aussieht drin, um das dementsprechend mal mitnehmen zu können. So. Ja, das riecht. Es riecht. Ist tatsächlich so. Es riecht. Das ist also nicht der Burner. Auf jeden Fall nicht. So. Vorsichtig auseinanderziehen das Ganze. Dass wir uns die, wenn denn, ne, nichts hier kaputt machen. Ganz vorsichtig. Also das sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Pass mal auf. Ich werde mal versuchen, das etwas näher dran zu bekommen. Eine ganz kleine Wurzel kann ich sehen. Eine. Hier ist eine klitzekleine Wurzel, eine ganz klitzekleine. Okay, ich gucke mir das mal eben genauer an.
und spüle den ganzen Kram erstmal, beziehungsweise nicht den ganzen Kram, sondern die Wurzel, oder nee, ich zeige sie erst, hinterher spüle ich dann die eine Wurzel mit ab, lol. Interessanterweise lebt sie noch. Also sie ist schon Überlebenskünstler, ne? Also auf alle Fälle. Aber gut, dass wir sie gespült haben, getaucht haben schon zweimal. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich schon längst hops gewesen. Also Wurzeln kann man hier definitiv nicht erkennen. Das andere, was hier dran hing, das war irgendwie vom Sphagnummus so ein Strich irgendwie. Und von daher, nee, läuft nicht so richtig. Das heißt, was könnten wir jetzt machen, um das Schätzchen doch noch retten zu können? Mal gucken, ob sich hier oben irgendwo was entwickelt. Aber da kann ich jetzt nichts sehen. Nein. Nein. Okay. Die Wurzeln sind. Ups, sorry. Die Wurzeln sind aber noch fest. Aber ich würde sagen, wir stellen sie erstmal ins Wasser. Jo. Es ist, wie es ist. Also mit dem Sackenmuster hat das nicht funktioniert. Das muffelt auch tatsächlich. So, als erstes werde ich jetzt einmal die Wurzeln sauber spülen. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, sie erstmal ins Wasser zu packen. Ist jetzt tatsächlich die beste Sache, denn dann kann ich auch beobachten, was tatsächlich passiert in dem Sinne, ne? So, pass mal auf. Ich nehme einfach mal das Glas hier. Möglichst viel Wasser, ne? Umso besser. Damit, wenn irgendwas nochmal gammeln sollte oder so an den Wurzeln, ist das nicht so schlimm, als wenn du das in so einer kleinen Pfütze Wasser hast. Warte mal, Moment, ich gieße erstmal so Wasser rein. Sonst rutscht sie mir gleich rein. Das wäre natürlich auch nicht der Burner, wenn sie unten drin liegt. Tja, mal gucken, ob uns das nochmal gelingt. Es ist so, wie es ist. Wer weiß, vielleicht können wir ja dann doch noch was mit draus mitnehmen in dem Sinne. So, ich will mal gucken, dass also wirklich komplett die ganzen Wurzeln im Wasser drin stehen. Vielleicht sollte man sie auch noch ein bisschen tiefer, um gegebenenfalls neue Wurzeln ausbilden zu lassen. Was hältst du davon? Dass im Prinzip dieses Stammstück, in dem Sinne, was du nennen möchtest, ein bisschen mit drin ist. Das ist jetzt okay, das ist ungefähr 1 Zentimeter tiefer mit drin. So, dann kann ich jetzt auch sehen, was die Wurzeln tatsächlich machen, ne? Ist doch die einfachste Variante in dem Sinne. Ich erhoffe mir zumindest, dass es funktioniert. So, dann haben wir das abgetan, Gott sei Dank. Also es gibt Sachen, da denkt man manchmal auch, warum ist das denn so? Da muss man einfach handeln, nutzt ja nichts, ne? Dann handeln wir einfach mal. So, okay, das haben wir fertig. Jetzt muss ich mir überlegen, wie es weitergeht. Gehen wir mal wieder ans Eingemachte nach fast 1,5 Jahren. Ja, ist es soweit, wir müssen heute reagieren, denn der Topf wird viel zu klein. Um was es sich hier handelt, kannst du ablesen, ne? Atemoja. Ja, sie ist mächtig gewachsen im kleinen Topf, allerdings wird es heute, ja, ich sag's mal so wie es ist, höchste Eisenbahn hier zu reagieren. Sie ist tatsächlich auch ein Starkzehrer. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal mit ca. 1000 Mikrosiemens gegossen, zwischendurch auch mal mit 500, wenn ich gerade nichts Passendes hatte. Nur weiß Bescheid, manchmal ist das so. Okay, ich habe gerade nachgemessen, ich habe heute Morgen 1000 reingefüllt, hier im Wasser sind 500 drin. Also, wir müssen reagieren, um sie besser versorgen zu können, weil sie schon groß ist. Wie groß ist sie? Das zeige ich dir jetzt. So groß ist sie, unsere Atemoja. Ja, es ist der Wahnsinn. Seit geraumer Zeit zeigt sie ihm an, dass sie extrem Mangel hat. Da schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Als ich das gesehen habe, bin ich angefangen, oder habe ich angefangen in dem Sinne, sie kräftiger zu düngen bei 1000 Mikrosiemens. Das kann man jetzt auch schon erkennen an den Blättern, dass sie jetzt mehr bekommt, denn das Grün wird schon wieder kräftiger. Wir müssen sie wirklich umpflanzen. Das machen wir heute. Weil in dem kleinen Topf hat das jetzt nicht wirklich mehr viel Sinn. Hier muss ich auch jeden Tag Wasser reingießen mittlerweile. Also das ist schon heavy, was die auch verbrauchen. Von daher ist es zwingend notwendig. Oh Mann, ich sag's dir. Ja, manche Sachen, die stehen einfach so rum eine lange Zeit, ne? Wachsen so vor sich hin und plötzlich zeigt sich irgendwas. Und dann wird es aber tatsächlich höchste Eisenbahn zu reagieren. So, ich ziehe da mal ein bisschen näher ran hier, dass wir das mal so mitnehmen können. Eben die Helligkeit ein bisschen verstellen. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Was auch so. Also, hier können wir das wunderbar an den Blättern erkennen. Die älteren sind noch dunkelgrün. Und da fing das so langsam an, dass dieses Grün erst gesprenkelt war. Und dann habe ich angefangen zu düngen. Und jetzt sieht es so aus. Es ist nicht mehr gesprenkelt in dem Sinne, sondern man sieht schon, dass das Grün wieder kräftiger wird. Aber es ist tatsächlich so, die Pflanze braucht jetzt einfach mal einen größeren Topf und einen anderen Standort. Denn auf dem Tisch geht das so jetzt nicht mehr. Okay, dann machen wir das jetzt mal gemeinsam. Welcome into the jungle. So, pass mal auf, was wir hier machen?
einpflanzen, umpflanzen. Ich werde ein bisschen Substrat schon mal reinpacken, denn ich habe nicht mehr viel fertig hier. Ich muss gleich erst Neues einmischen. Anmischen. Ich fülle jetzt einfach mal hier was rein schon mal, dass es ungefähr von der Höhe her passt. Das müsste so schon mal okay sein. Wir verwenden einen Selbstbewässerungstopf von Lechuza. Diesen habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, das passt soweit. Das ist okay. Dann mische ich mal eben noch was an. Und dann holen wir das Schätzchen gleich hier raus. Ah, schon heftig, ne? Auch einen dicken Stamm ausgebildet. Also richtig genial. Hier wächst ja noch einer mit drin. So ein ganz kleiner. Ein ganz kleiner. Okay, wie wir gleich vorgehen, werden wir sehen. Ich mische mal eben neues Substrat mit Vulcatec Kakteen Premium Substrat und Ceramis gemischt. Im Verhältnis 3 Teile. Und ein Teil dementsprechend Ceramis. Okay. Und es geht los. So, Substrat ist gemischt. Pass mal auf. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ich muss ein bisschen nach oben gucken, dass ich mir den an der Decke nicht abknicke. Ich werde jetzt erstmal die Wurzeln abschneiden, die hier herauskommen. Denn die brauchen wir nicht mehr. Die würden sowieso abreißen. Von daher ist das jetzt gar nicht so einfach hier. Oh Mann, ich sag's dir hoffentlich, fällt mir hier nichts irgendwie um oder hast du nicht gesehen? Pass mal auf. So, den Kram nehmen wir raus. Ich gucke einmal kurz unten drunter. Oh, das ist soweit okay. Das ist soweit okay. Auch so hätte man auch abreißen können. Die sind eigentlich noch relativ dünn, interessanterweise. Okay. So. Oh, der ist aber kompakt und fest, alter Schwede. Oh, ich sag's dir, du. Drücken. Mal ziehen, vorsichtig. Oh, da kommt doch auch nichts. Ja, das ist halt so, und wenn du das unbedingt filmen willst, sonst wäre das einfacher, ne? Da könnte man einfach ein bisschen, ich muss auch ein nichts dreckig machen und hast du nicht gesehen, ne? So ist das eben, meine Güte, oh, hier unten ist aber fest, ey. Alter Schwede. So, jetzt komm aber raus hier. Die Leute warten. Hallo. Kommst du bitte raus hier? Ich sag's dir, ist gar nicht so. So, einmal drücken mit dem Ballen hier. So, ja, siehst du wohl. Okay. Oh, so, schon einmal geschwitzt, ne? Oh, das duftet herrlich. Ah, das ist ein richtig aromatischer, fast zitroniger Geruch, interessanterweise. So, also hier werden wir ansonsten nichts machen. Wir sehen, der Ballen hält auch schön kompakt zusammen hier. Buddeln wir ihn jetzt ein, ne? Aber der sich wohl freut, wenn er jetzt demnächst mal richtig wachsen kann. Ein bisschen tiefer. Ich habe doch schon zu viel reingepackt hier. So, das ist der Ballen. Ich schiebe einmal nach vorne, einmal nach hinten, zack, bumm, passt da. Ja, fertig. Oh. Ich werde sie nicht trennen, das ist mir jetzt zu gefährlich, ne? Weil dann müssten sie erst wieder einwachsen und hast du nicht gesehen. Von daher lasse ich die alle so drin, hier wie sie sind. Lassen wir so, ne? Es reicht auch mal eine Pflanze haben. Weil mehr Pflanzen heißt auch mehr Platz, ne? Weißt Bescheid? Wo ist das? So, dann füllen wir das Substrat auf. Oh, das ist echt... Überlegen, wie wir damit angefangen haben, mit den Samen zum Keimen bringen, wie das funktioniert. Und dann die kleinen Pflänzchen, wie wir sie pflegen müssen. Und hast du nicht gesehen? Sie wurden allerdings immer bei 400 bis 500 Mikrosiemen. Naja, nicht immer. Anfangs, damals hatten wir noch ganz andere Handhabungen in dem Sinne. Wir haben auch noch anders gedüngt, hast du nicht gesehen. Aber jetzt schon seit längerer Zeit dann halt kontinuierlich bei 400 bis 500. Bis er uns jetzt eben gezeigt hat, dass ihm das gar nicht mehr ausreicht. Ne? Also das ist schon eine interessante Sache. Wir hatten damals auch schon mal mitgenommen. Da bekamen die Blätter schwarze Spitzen und das hatten wir bei den Mangos ja auch schon erfahren, dass die Blätter schwarz werden. Das war tatsächlich auch Nährstoffmangel damals. Nun gut, jetzt haben wir es im Griff, jetzt wissen wir, was Sache ist. Mittlerweile haben wir auch schon einiges wieder dazugelernt und von daher ist das soweit okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal eine Unterpflanzung hier mit reinmache, aber das würde sich jetzt anbringen in dem Sinne, also würde sich so geben, ne? Wäre nicht verkehrt. Ich überlege mal. Wie wir das machen. Vielleicht züchten wir uns erst noch ein paar Pflanzen dafür und dann machen wir das auch. Mal gucken. So, also, jetzt kommt Wasser rein. Ich habe es vorhin schon mal angesetzt. Müsste circa 1000 sein. Ja, 900. Knapp 960 Mikrosiemens haben wir hier drin. Also okay. Damit befüllen wir das Ganze jetzt. Oh Mann. So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in den neuen Raum und werden ihn dort erstmal trapieren, dass er dann dementsprechend auch wieder... Licht bekommt ordentlich, nicht mehr ganz so viel in dem Sinne direkt an dem Kopf, ne? Denn er hing also tatsächlich auch schon fast unter der Beleuchtung. Und das ist ja nun nicht so gut bei den Pflanzen, das wissen wir ja auch. Und von daher läuft das soweit schon mal ganz gut. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Weißt du das? So, das heißt, ich muss noch mal was ansetzen. Das reicht nämlich noch lange nicht, weil der Pott ist ja nur auch relativ groß. Das mache ich just alleine und dann gehen wir gleich gemeinsam in den neuen Raum und schauen mal, war das jetzt der richtige hier? Nee, das war der falsche, oder? Nee, das war der falsche. Mal gucken, wo ich den habe. Denn nee, das ist der falsche.
Okay, finde ich gleich noch. Nicht erschrecken. Ich zeige das jetzt ganz kurz, weil das ist jetzt die Originaleinstellung aus dem anderen Raum, wo ich filme. Man sieht also, hier ist das Licht tatsächlich um einiges stärker. Okay. Wir sind jetzt im neuen Raum. Da kannst du auch mal ablesen, weißt Bescheid, ne? So, ja, das sieht mega cool aus. Ich zoome ein Stück zurück, dann kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Hier steht auch eine Alokase jetzt schon mal mit drin, in dem Sinne. So, okay, da haben wir ein bisschen arg viel Farbe hier drin, ne? Da steht sie jetzt, die Sherry Moya. Melody, stellst du mal ein bisschen weiter rüber, dass man die Pflanze besser sehen kann? Ja, nicht so weit auch nicht. Da kannst du ja nebenstellen ruhig, das ist egal. Das ist okay, aber nicht davor, weil dann sieht man ja die schöne Atemoya nicht, ne? Ja, die kitzelt die Pflanze, ne? Ja, hier steht sie jetzt, hier bleibt sie und Unterpflanzung werde ich machen. Ich muss allerdings so überlegen, was wir da reinpflanzen, denn die Mikrosiemenswerte liegen, wie gesagt, wie bei 1000 oder versuchen einfach irgendwas mal. Ist ja auch denkbar, ne? Oder? Ja, doch, genau. Ich gehe einmal, ups, sorry, einmal kurz hier rum, da stehen die anderen Pflanzen jetzt. Haben wir immer Stativ auch mal ein Stück zurück. Einfach mal ein Stück zurück, zurück, zurück. So, siehst du wohl. Ja. Alter Schwede. Ist. Nee, noch ein Schrank nicht. Zwei reichen erstmal. Da machen wir nächsten Monat wieder was, weil irgendwann ist das Geld ja auch alle, ne, Melodie? Man kann das ja nicht un. Geld immer so, ne? Geldesel haben wir ja nicht, ne? Von daher. Ja, okay. Das mal kurz jetzt hier gezeigt. Bei gegebener Zeit zeige ich nochmal genauer, was hier Tatsache ist. Und von daher. Ja, soll das hier unsere Wohlfühloase auch werden. Die habe ich immer offen, die Tür hier, ja, damit ein bisschen Luft zirkulieren kann im Raum hier. Ja, Ventilatoren müssen auch noch rein, hier ganz klarer Fall, aber ansonsten ist schon okay jetzt so. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Just for Fun Projekt. Hier haben wir unser Avocado, hier hatten wir ein Töpfchen draufgestellt, haben sie ja drin wachsen lassen und deswegen hat sich diese Bogenform so ergeben. Sie steht unter Extremlicht im Moment, also bei 10.000 Lux, ja, Tatsache. Ganz einfach, weil ich verhindern möchte, dass sie in die Höhe schießt. Deswegen habe ich es einfach mal versucht, sie tatsächlich bei sehr starkem Licht zu kultivieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier werden wir nicht düngen, solange bis wir es irgendwann müssen. Weiß Bescheid. So, und dann machen wir das jetzt auf hier, heute zum ersten Mal. Hier befindet sich auch eine Pflanze drin, und zwar eine Mango. Ja, also ich glaube, heute lassen wir sie dann auch mal an die Luft, ans Licht in dem Sinne. Sieht auch mega cool aus. Eine richtig klasse Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. So just for fun, ne? Das hat schon was. Ja. Vor allen Dingen später mal, wenn die Pflanze groß wird, ne, kann das richtig genial aussehen. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Rein theoretisch können wir jetzt nochmal einen anderen Topf draufstellen, der ein bisschen höher ist. Ne? Weiß Bescheid. Interessanterweise ist sie jetzt also ohne Licht so gewachsen. Das heißt, wir werden sie jetzt erstmal offen im Raum stehen lassen, ohne kräftige Zusatzbeleuchtung. Ich warte ein paar Tage ab, bis das anfängt, grün zu werden. Und dann werde ich auch die dementsprechend unter richtiges Pflanzenlicht wieder stellen, gegebenenfalls ans Fenster. Aber jetzt muss er ein bisschen aufpassen, denn sie hatte noch nie Licht bekommen. Von daher ist sie da natürlich ein bisschen empfindlich. Da müssen wir aufpassen. Ne? Aber ist schon eine coole Sache. Ja, doch, das gefällt mir. Das ist dann doch tatsächlich mal was anderes, als wie wir sonst immer im Prinzip gehabt haben. Ne? Also ist schon eine coole Sache. Mega cool sogar, muss ich sagen. Richtig genial. Siehst du wohl, dann bekommen wir also Stammbewegung schon bei den Babys rein, ohne dass wir sie irgendeiner Art und Weise drahten oder sonst wie was machen müssen. Ist natürlich Zufall, wie sie sich entwickeln in der Dunkelheit in dem Topf dann dementsprechend. Ne? Aber es ist schon cool. Richtig cool. Man hätte auch vielleicht noch einen flacheren Topf nehmen können erstmal und später einen etwas höheren Topf. Wie auch immer. Da, hier gibt es tausende von Möglichkeiten. Ne? Einfach nur mal so zur Inspiration für euch. Dargelegt, um zu zeigen, dass es tatsächlich mit diesen Samen möglich ist, sie auch im Dunkeln erstmal wachsen zu lassen und sich dann dementsprechend in einem verengten Behältnis, ja, sich selbst überlassen, in dem Sinne, dass sie dann gebogen wachsen. Okay, so, das kurz dazu. Ich lasse sie jetzt offen stehen. Gedüngt wird die auch noch nicht. Da warten wir wirklich mit, bis wir tatsächlich später mal sehen, dass es notwendig wird. Und das dauert sowieso noch ein bisschen, von daher. Lassen wir sie jetzt erstmal wachsen, die Avocado nach wie vor bei 10.000 Lux. Einfach um zu gucken, wie sie sich dann dabei entwickelt. Das ist nämlich das Coolste. So, jetzt habe ich Fokus auf manuell gestellt, damit er mir nicht immer hin und her springt da hinten. Ich möchte den mal eben umstellen auf Automatik. So, kriegen wir da jetzt. Ne, kriegen wir nicht. Ich wusste es. Kriegen wir nicht. Ach Mann, manchmal ist es aber auch, ne? Ja, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Auch wenn er jetzt nicht scharf stellt. Okay. Da steht sie unter diesem Licht jetzt.
Ich weiß gerade nicht, wie der Kasten heißt. Ich schreibe es in der Videobeschreibung. Die gibt es ja auch ohne diese Einsätze. Da kannst du also auch Töpfe direkt reinstellen in dem Sinne. Das Licht ist genial. Das hat also echt Full Power. Und da steht sie jetzt schon längere Zeit und ihr geht es also richtig gut darunter. Das ist also genial. Dann dementsprechend auch gerade zur Anzucht von lichtbedürftigen Pflanzen in dem Sinne. Okay. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz rein, denn hier hat sich ja schon einiges verändert. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aufzuräumen, sondern jetzt sind erstmal die Pflanzen dran. Alles andere kommt dann später, dass wir dann auch da hinten wieder tapezieren können, weiter tapezieren können dementsprechend. Ja, die Jackfruit, die muss auch noch umziehen. Die werden wir auch noch gemeinsam umtopfen. Die sind so unempfindlich und ja, wuchsfreudig. Das ist so genial. Richtig genial, richtig cool. So, hör mal auf. Ich zeige jetzt einfach nochmal kurz hier, wie es jetzt aussieht. Und ja, wir haben wieder Platz, ne? Es ist wieder Platz, außer hier. Da müssen wir auch noch ran. Hier werden wir auch noch einiges zurückschneiden. Gelbstich kommt jetzt durch diese Automatikeinstellung hier, aber das ist egal. Einfach nur mal so gezeigt. Ne? Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch einiges rausholen und gemeinsam schneiden. Das machen wir aber in einem der nächsten Filme. Und hier vorne ist jetzt auch wieder ein bisschen Luft und Platz. Da muss ich nur ein bisschen umstellen noch. Und dann läuft es auch hier dementsprechend weiter. Und dann kann ich auch bald weiter tapezieren. Ja, es macht schon Freude, mal was Neues anzugehen. Nach so langer Zeit dürfen wir nicht vergessen, wir machen das ja schon einige Jahre. Ne? Und ab und zu verändern wir uns. Ne? Und wer die Serie kennt, der wird natürlich auch mitgenommen haben mittlerweile, wie sich hier alles verändert hat. Und von daher, ja, ist genial. So, Gummibaum, Blattstecklinge, bewurzeln tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinbekomme. Hier habe ich heute Morgen nämlich schon eine Wurzel gesehen. Da kriegen wir jetzt nicht so hin. Vielleicht kann man es ja doch erkennen. Ist jetzt aber auch mit dem Licht nicht so einfach gerade. Doch, guck mal, da kommt eine Wurzel raus. Siehst du wohl? Ja, also das funktioniert schon mal. Ob da dann auch eine Pflanze rauswächst, ist eine andere Geschichte. Ne? Auch hier der Gummibaum. Naja, das Blättchen in dem Sinne. Ne? Okay, yippie-yay. Dann würde ich sagen, ah, es macht so viel Freude. Auch heute wird es so heiß. Ich war gerade draußen schnell gießen. Ich bin so am Schwitzen jetzt schon. Jetzt muss ich den Pool noch sauber machen für die Kinder, damit die gleich noch rein können. Auch wenn es jetzt nur einen Tag schön ist, ist ja egal. Hauptsache, sie können sich heute Nachmittag abkühlen. Das ist nämlich allerwichtig. Vor allem, wenn es jetzt nur einen Tag mal heiß ist, da kommt der Körper auch nicht so ohne weiteres mit zurecht. Da müssen wir aufpassen. Ne? Aber okay, wenn ihr den Film gesehen habt, dann ist der heiße Tag ja schon vorbei. Aber es ist wichtig. Ne? Wenn wir das nicht gewohnt sind, dann müssen wir uns dann doch lieber zurückziehen in kühlere Regionen in dem Sinne. Das ist schon ganz wichtig. Nicht gleich in die volle Sonne den Kopf halten. Das ist nicht so gut. Nee, das ist nicht so gut. Okay. Mal ein kleiner Einblick oder ein anderer Blick in dem Sinne hier in den Raum hinein. Hier vorne sitze ich immer und filme. In der Regel dementsprechend. Ne? Das ist schon eine coole Sache. Und jetzt kann ich so langsam anfangen, hier alles wieder ordentlich zu räumen. Ich habe hier zwei Schränkchen, da kann ich einiges reinpacken. Und von daher ist das eigentlich, kann man eigentlich die, kannst du gar nicht sehen jetzt, ne? Nee. Die Averoa Carambola, die unter der Decke wächst. Alter Schwede. Ja, die wird auch hier bleiben. Die fahre ich nicht mehr um, weil dann wird die mir umknicken. Oder ich müsste drei Leute haben, die mir die dann rüberschieben in dem Sinne. Das wird wohl nicht so einfach sein. So, pass auf, ich mache mal die Ventilatoren schon mal wieder an, damit das ein bisschen kühler wird hier drin. Also frischer in dem Sinne. Das ist ganz wichtig in solchen Räumen für Luftbewegung. Oh, tut das gut. Für Luftbewegung zu sorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten bildet sich nämlich ratzfatz Schimmel. Und auch dazu ganz kurz erwähnt, wenn du jetzt eine prädestinierte Ecke hast, die Feuchtigkeit abgibt. Manche Häuser haben das ja. Ne? Wenn du diese Ecken kennst, dann würde ich dir auch empfehlen, da tatsächlich einen Lüfter hinzustellen, der dann tatsächlich die Wand in dem Sinne belüftet, damit die Feuchtigkeit immer ganz schnell abtrocknen kann. Das ist ganz wichtig. Denn an solchen Stellen, wo sich die Feuchtigkeit hält und bleibt, entwickelt sich Schimmel. Das ist ganz normal. Das ist einfach von der Natur so vorgegeben. Ne? Ist so. So. Siehst du wohl, kannst du mal gucken, wie das aussieht hier. Hier sind meine Lampions zum Filmen. Ach, ich sag's dir, du. Unsere Monde. Unsere Monde, ja. Monde haben wir auch so, weiß Bescheid, ne? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen im chaotischen Sinne des Lebens. In dem Sinne eigentlich nicht, weil wir haben hier sehr viel gemeinsam gemacht, sehr viel erlebt, sehr viel gesehen, konnten sehr viel mitnehmen, auch von der Entwicklung des Ganzen, überhaupt nicht nur der Pflanzen. Auch meine Entwicklung mehr oder weniger in dem Sinne. Und jetzt werde ich hier so langsam nach und nach umräumen und dann geht es hier Stück für Stück weiter und wir können uns weiterentwickeln. Denn ganz wichtig ist, wenn man irgendwann an einen Punkt ankommt, wo man nicht mehr so richtig weiter weiß kann, weil man denkt, man hat schon alles gemacht, du musst einfach mal, ne, alles beiseite schieben, alles wegräumen, einfach mal
auf neue Ideen kommen, neue Gedanken kommen und dann 1, 2, 3 hast du wieder viele, viele Sachen und viele, viele Möglichkeiten in dem Sinne, was dann machbar ist. Das ist schon eine richtig coole Sache. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich alles hier wieder umräumen kann. Und ich bin zwar nicht der Typ, der das gerne macht, weil ich bin so, ich mag doch eher lieber das, ja, wenn es so ist, dann lass es doch so, dann ist es gut so, ne? Aber so zwischendurch muss man mal Tabula rasa machen, wie man auch so schön sagt, ne? Sag mal auf, dann nehme ich dich schon mal mit hier. Dann habe ich dich gleich schon mal raus. Und dann kann ich das andere Licht da hinten wieder anmachen. Und dann geht's weiter. Ja, Mango ist eine richtig coole Sache. Vor allem die Pflanzen, die können wir ja auch wirklich tatsächlich groß werden lassen. Ne? Das ist schön. So. Oh Mann, ich sag's dir. Ich mache mal eben das andere Licht da hinten noch an. Ich kann zwar selber gerade nichts sehen, aber egal. Damit du mal siehst, ne? Wie das so aussieht. Ja, ist heftig. Aber es wird echt Zeit hier, wie gesagt, einmal nicht in dem Sinne klar Schiff zu machen, weil sauber ist es, aber ist, ne, die Ordnung mal irgendwie so ein bisschen hinzubekommen in dem Sinne. Wenn man jeden Tag was macht, ne, fällt auch jeden Tag etwas an und dann sammelt sich auch vieles an. Aber wie gesagt, wegschmeißen kann ich nichts, ich brauche alles. Also muss ich gucken, dass ich alles irgendwo unterbringe. Okay, yippie, yippie.